So, und damit einen wunderschönen guten Morgen am heutigen Mittwoch um 10 Uhr natürlich. Genau. Wann denn sonst? Ja. Also auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Wie man sieht, ich bin wieder zurück. Freust du dich? Kai, mir fehlt es tatsächlich an Worten und an Zeit, um zum Ausdruck zu bringen, wie groß meine Sehnsucht war, wie sehr ich mich freue. Mehr. Nein, eine Lüge am Tag reicht auch. Nein, ich habe dich natürlich sehr, also schön, dass du wieder da bist. Und zum Glück, Kai war ja jetzt die Tage unterwegs und hat bei vielen unserer Partner dann die Schuhe für Frühjahr, Sommer dann auch geschrieben, hat auch ein paar tolle Filme dann auch mitgebracht. Also das, was man so, also sagen wir mal so ausstrahlungsfähige Filme mitgebracht. Ne? Also, sehr charmant wieder von dir. Es ist schön. Hast du mich auch vermisst? Definitiv. Schön wieder hier zu sein, ja. Ja, ja. Gut. Ansonsten alles in Ordnung bei dir. Du weißt, der läuft. Ein Traum. Dann weiß ich das. So, in dem Sinne starten wir jetzt auch in den wunderschönen Tag des Tages, mit der Schuhart des Tages. Auf geht's in den Tag. So, Kai, du Otto, da sind wir angekommen und du warst ja gestern bei Josef Seibel, ne? Ganz genau. Dazu gibt es später, aber unsere Schuhart des Tages, da hast du dir natürlich passenderweise auch was von Seibelmalm ausgesucht. Natürlich, klar. Und zwar habe ich mir eine richtig schmucke Damensandale ausgesucht von Josef Seibel. Der Vorteil bei Josef Seibel Sandalen ist halt, beziehungsweise bei allen Schuhen von Seibel, die hervorragende Qualität und Passform der Schuhe. Das Tolle ist an dieser Sandale zum Beispiel, sie hat eine zweifache Verstellmöglichkeit. Das heißt, man kann also problemlos mit dem Plätt den Fuß dementsprechend wirklich anpassen, dass auch bei diesem warmen Wetter die Sandale richtig passt. Ganz klasse bei Josef Seibel ist, das muss man auch mal erwähnen, das ist die Handnaht. Also da wird das Material tatsächlich, der Schaft, also das Obermaterial sozusagen. Kannst du das da mal so in die Kamera unten kommen, so halten, dann kann man das noch besonders schön sehen. Da kann man sehen. Das Obermaterial wird also mit der Sohle vernäht und das per Hand. Ne? Das heißt, ein geübter Mitarbeiter, der braucht schon so 60 Minuten, um so ein Obermaterial auf einen Schuh zu bekommen. Das heißt, das ist richtig Arbeit. Aber natürlich, natürlich. Ja, was glaubt man denn? So ein Schuh ist Arbeit. Das ist Arbeit. Ne? Und wenn man dann überlegt, wie gesagt, das ist wirklich von Hand gemacht, das ist eine richtig traditionelle Arbeit. Von daher ist das vom Preis-Leistungs-Verhältnis ja eine super Sache, wie die Damen und Herren das von Josef Seibel immer hinbekommen. Wir kommen ja langsam, aber sicher, nähern wir uns ja dem 20. Jahr und seit über einem Jahrzehnt, also ich glaube seit 10, 12, 13, 14 Jahren, so Pi mal Daumen, ist ja auch Seibel mit dabei, ist ja auch mitunter wirklich unsere beliebteste Marke, die wir bei uns an Bord haben, weil es einfach auch richtig tolle Schuhe halt sind, muss man korrekt sagen. Ja. Ne? Also wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, ich war noch nicht ganz fertig darum mit dieser tollen Sandale. Entschuldige bitte vielmals, Kai, ich werde dich wie immer in mein Nachtgebet aufnehmen. Also auch durch mehr Kulpa. Ja, ich weiß. Ja. Also durch die Handnaht an sich macht es das Ganze einfach etwas geschmeidiger und der geringe Abrollwiderstand sorgt dafür, dass man ermüdungsfrei gehen kann. Da sorgen natürlich auch die hochwertigen Materialien in der Sohle und im Sohlenbereich dafür, dass das alles etwas gedämpfter und gefederter wird. Das Gewicht des Körpers wird sozusagen abgefangen und damit kriegt man ein super tolles, ermüdungsfreies Gehen hin. Das ist halt richtige Qualitätsarbeit. Sehr schön. Und vor allen Dingen sieht auch noch Dufte aus dabei. Was will man im Grunde eigentlich mehr? Was übrigens auch richtig Dufte ist, ist ja auch bei unserer Kuchenaktion teilweise nicht nur diese Optik, wo man sagt, wie duftet es das, sondern gerade wenn sowas frisch aus dem Ofen reinkommt, dann riecht das ja auch noch wirklich gigantisch. Und ich glaube auch, unsere Nase wird aktuell sowas von verwöhnt mit den schönsten Düften, die man sich vorstellen kann. Jüngst erst wieder mal geschehen in Dörfwerden. Und da war nämlich die Maren bei uns und hat was Apfeliges mitgebracht. Die hat unsere Aktion mitgemacht, Gutschein mit Kuchen, ne? Unsere Zuschauer wissen das natürlich. Und einen Film haben wir natürlich dazu gemacht und den gucken wir uns mal eben an. Auf geht's. So, einen wunderschönen guten Tag. Hallo und moin moin zusammen. So, ich bin Georg. Ich bin Kai. Ich bin Maren. So, und Maren hat uns nicht nur einen wunderschönen Glasteller mitgebracht. Es geht ja um den Inhalt da drauf. Maren, was ist das Wunderschönes? Ein Apfelkuchen mit Mandelstückchen drauf. So, was muss man alles machen, dass so ein hübsches, traumhaft aussehendes, riechendes Werk dabei rauskommt? Ich hab gebastelt. Ach, sie hat gebastelt. Das ist im Grunde mein erster Apfelkuchen in der Art und Weise. Tatsächlich, okay. Ja. Sieht aber gut aus. Also ihr seid die Versuchskaninchen. Wir werden berichten.
Ist das jetzt gut oder nicht gut? Doch, das ist gut. Überraschend. Ich glaube schon. Ne? Was steckt da denn alles Schönes, abgesehen von 8 Kilo Liebe, was da drin steckt? 10 Kilo Zucker? Mehl, Eier halt. Ein Apfel? Ich habe 2 Äpfel da, glaube ich, nur 3. Okay. Und Puderzucker? Puderzucker natürlich. Sehr gut. Riecht auf jeden Fall. Ich glaube, wir stürzen uns da jetzt auf Kai Walte deines Amtes. Warte, meines Amtes. Ich tausche den Gutschein gegen den Teller sozusagen mit dem leckeren Backwerk. Mission erfüllt! Von daher, wir wünschen viel Spaß beim Einlösen des Gutscheins und uns viel Spaß beim Essen des Wir wünschen uns selbst guten Appetit, ne? So was von nochmal, genau. Ne? So, so. Allen einen wunderschönen. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ich kann ja nicht, ich gacke ja wirklich immer so. Ne? Wie so ein Huhn, ja. Wie bitte? Wie so ein Huhn. Hast du gesagt, wie so ein Huhn? Ja, darf man doch nicht sagen, wenn, sowas. Also wenn du schon sagst, gackern oder so etwas, ja, ich meine, dann ist ja, das wie so eine Henriette Huhn oder so. Irgendwie. Unbedingt. Henriette Huhn, übrigens eine sehr tolle Figur. Disneys lustige Taschenbücher, stimmt, das war Henriette, war das nicht die mit dem dicken Hintern? Das war von den Looney Tunes, ist das, glaube ich. Aha, gut, egal. Lassen wir das mal sein, das werden wir dann noch... Danke für die Assoziation. Gegenrecherchieren. Wir gehen auf jeden Fall jetzt von der Dörfwerdener Gegend, geht es jetzt für uns in die Saarländer Gegend, genauer gesagt, nämlich zum Seaport. Und da findet nämlich am 29.08. das Trecker-Kino im Saarland halt statt, zum zweiten Mal. Letztes Jahr war die Premiere, da waren wir auch schon Partner, diesem Jahr ebenfalls. Und das Schöne ist, dass wir gemeinsam mit der dortigen KLJB 2 Gutscheine nämlich dann zu verlosen haben. Also ein Gutschein gilt dann quasi für die Veranstaltung, für den Trecker, für den Fahrer und für den Beifahrer. Und das Ganze haben wir zweimal. Und unsere die Königin der Gewinnspiele, Kai, ist auch schon sowas von parat. Ich bin auch sowas von parat. Ich bin gerade noch... Um 2 Gewinner zu ziehen. Bitte schön, Kai. Walte deines Amtes. Ich habe schon mal den Deckel gelüftet. Ich muss gerade mal über die Königin der Gewinnspiele drüber nachdenken, was das doch eigenartiges... Guck in den Spiegel, dann weißt du es. Unglaublich. Ja, gut, lass mir sein. Weißt du was? Ich bin echt sprachlos. Schrubbel einfach mal ein bisschen. Sprachlos. So, da haben wir... Die erste Kugel. Ich will das Ding jetzt nicht nochmal. Nee, das ist ja jetzt auch... Warte mal, oder vielleicht... So. Gut, Deckel ist auf. So. Passt auf alle Fälle. So, erste Gewinnerin, Gewinner. Also ich kann auf alle Fälle sagen, es ist ein Gewinner. Ja, und geht so an. Geht soweit so gut schon mal. Also der erste Trecker mit Fahrer und Beifahrer geht an Adrian Fahrenholz. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So, gib mir mal her den Adrian. So, aber last but not least, oder wie das jetzt so schön heißt, es gibt natürlich... Auch noch einen zweiten super tollen Gewinner oder eine Gewinnerin MWD. Muss man das eigentlich wirklich sagen? Sondern ein Witz, weiß man auch gar nicht. So, wir schauen einfach mal. So. Oh, ein Mädel ist dabei. Ein Mädchen. Ein Mädel dabei. So, das heißt, der zweite Trecker geht an Carmen Hermes. Der zweite Trecker. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Deutz-Trecker. Also viel Spaß dabei. Super tolle Sache. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich werden die Gewinner wie immer bei uns dann per E-Mail benachrichtigt. Unsere Kollegin Jessica wird sich dann melden, um die Übergabe dann auch abzusprechen, halt beim Seaport. Klappt bisher immer, sollte in diesen beiden Fällen auch klappen. Wir sagen auf jeden Fall viel Spaß und wir hoffen natürlich am Tag, wenn Trecker-Kino ist, dass wir auch ein paar Fotos von der Veranstaltung bekommen. Das wäre natürlich eine richtig schöne Sache. Jawohl. Was immer eine wunderschöne Sache ist und nach Dörfwerden, Saarland, springen wir nämlich jetzt Richtung Kaltenkirchen und auch dort zeigen unsere Kunden sowas von, dass sie fähig sind, kulinarische Backwerke zu erzeugen, Kai. Das stimmt, das kann ich bestätigen, ich war mit dabei. So, und du warst dabei, ich war mit dabei und der Jens war mit dabei und der hat uns einen Kuchen mitgebracht und natürlich haben wir einen Film dazu gemacht und das Ganze gucken wir uns jetzt an, auf geht's. So, einen wunderschönen guten Tag. Hallo und moin moin zusammen. Ich bin Georg. Ich bin Kai. Der Jens. Und der Jens. Und der Jens hat was richtig Wunderschönes gerade in seinen Händen. Ganz genau. Und das muss er unbedingt loswerden. Jens, was musst du unbedingt loswerden? Einen wunderbar leckeren Käsekuchen mit kaum Kalorien. Was sind denn kaum Kalorien? Wieso bringt er das eigentlich als Information jetzt weiß an? Nicht so genau. Was meint er denn damit? Wir sind noch im vierstelligen Bereich. Er sagt das mit Kalorien, erwähnt er, weil er sieht uns quasi unterhalb des Bauchnamens. Lass mal.
Was ist das Besondere genau an dem Kuchen und was macht ihn so unfassbar kalorienarm, dass man quasi 8 Stücke essen kann? Ja, er ist von mir persönlich gebacken, heute Morgen Ja, mit viel Liebe. Sehr gut, ja. Und ohne Boden, das heißt viel Käse. Oh, das klingt wirklich sehr gut. Und obendrauf befinden sich akkurate Mandeln. Wie lange muss der backen? 80 Minuten. 80 Minuten. Jetzt könnte man ja sagen. Bei 160 Grad. Und jetzt wirklich selbst gemacht? Nicht backen lassen? Nein, wirklich selbst gemacht. Heute Morgen doch selbst gerührt sozusagen. Ein Mann der Tat, der in der Küche steht und mit Schüssel und Rührpott umgeht. Vom Mann der Tat sage ich jetzt mal zum Männchen der Tat, Kai. Als nette Überleitung. Ich merke das schon. Jetzt lass uns einfach tauschen. Ich drücke den Kuchen in die Hand, ich nehme den Kuchen ab. Ich sage nochmal vielen herzlichen Dank. Oh, der ist auch schwer. Ja, gut, dass man 3 Stücke essen kann. Ja, das ist Gewichtheben. Der ist echt schwer, der. Ja, Kalorienarm leicht. Ja, wollte ich gerade sagen, aber dafür Kalorien können nichts. Wir sagen ganz herzlichen Dank, viel Spaß mit dem Gutschein und wie immer uns selbst allen einen guten Appetit. Bis dann. Ciao. Manchmal glaube ich, wir sind gar kein Schuhgeschäft mehr. Nee. Also wir sind ein Gewinnspielgeschäft. Aber ich finde das richtig toll, weil solche Sachen, dass unsere Kunden freuen sich immer darüber und das zeugt natürlich auch für Interaktionen immer. Ich finde das immer richtig toll. Genau so ist das. Und wir haben natürlich das nächste Gewinnspiel. Hier jagt ja eine Attraktion die nächste. Wir haben noch 10x10 € Einkaufsgutscheine für die Blumendiele in Dörfverden zu verlosen. Und da wollen wir uns jetzt auch gar nicht lange mit aufhalten, sondern gleich mit starten. So, Trommelwirbel. Mach du mal zu spät. So, hat sich schon gewirbelt, der Trommel. So, perfekt. So, dein Tusch ist noch gar nicht ganz zu Ende. Zack, da haben wir schon die erste Gewinnerin oder den ersten Gewinner gezogen. So, Maren Müller. Den Kollegen nebenan geht das Ding übrigens sowas von. Echt? Auf deswegen werden wir, habe ich ja gerade im Hintergrund, werden wir ab morgen so eine Art Hintergrundmusik bekommen. Ich glaube, der Deal ist aber dann auch nach dem Motto, wir geben euch konsequent nette Musik im Hintergrund. Ja, und dafür müssen wir diesen Apparat hier, müssen wir dafür weggeben. Ich glaube, das läuft darauf hin. Das kann ich mir vorstellen. Auf einmal, werde ich morgen früh so sagen, wo ist denn das? Oh, ist aus Versehen weg. Und dann würde ich sagen, sag mal. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, ist ein Ding. Gut. Achso, wir sind schon mittendrin. Entschuldigung. Matthias Leonhardt, Nummer 2. Maren Müller, so, Nummer 1. Matthias Leonhardt, hast du es eigentlich gesagt? Ja, habe ich gesagt. Nummer 2. Du warst am Reden mit deinem, mit deiner Soundmaschine. Da, so, Petra Wahlers, auch hier. Herzlichen Glückwunsch sozusagen. Petra Wahlers, herzlichen Glückwunsch. So, weiter geht es. Dann haben wir die nächste Kugel hier. Zack, auf geht es. Auf geht es. So. Auf geht es. Auf geht es. Meine Herren, das dauert aber auch immer bei dir, du. Ja. So. Sophia Zielinski, auch hier herzlichen Glückwunsch. Sophia Zielinski, herzlichen Glückwunsch. 1, 2. Gib mir doch mal einen, werde ich jetzt mal. Nee, mach mal hier. Auf. Achso, aufmachen soll ich auch noch. Ja, und dann also, du willst selber ich den mal raus. Ja, gut, dann so. Leg mal los. Ich sehe schon mal. Ja, diesmal. Oh Gott, das ist deswegen. Ist aber auch immer eine Falterei. Deswegen dauert das auch immer. So, Marco Koch, herzlichen Glückwunsch. So. 1, 2, 3, 4, 5. Andrea Siedemann, auch hier herzlichen Glückwunsch zum 6. Gutschein sozusagen, glaube ich. Ne? Siedemann, herzlichen Glückwunsch. Wir greifen jetzt auch nur überall hin und her, geht das jetzt so, gerade. Zack, 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 zack. 1, 2, 3. Na, wie viel hast du jetzt schon? 5, 6. So, Nico Kroschinski, hier auch herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, 7. Das heißt noch 3. 3 noch? 2, 3. Also Nummer 8. 4. Möchtest du mal wieder 5, entfalten? 6, 7. Ja. Ich habe so viel Aufwand damit, gerade bis 10 zu zählen, das glaubst du gar nicht. So, das waren jetzt 7. 7 weiter, die Spannung steigt. Mit fettreduziertem Öl. Fettreduziertem Öl, genau. Das kennt auch. Ja, können auch nur wieder 2. So, dann fange ich mal an. Simone Behrens. Herzlichen Glückwunsch, Simone Behrens, zu einem tollen Gutschein. So, und das nächste ist schon wieder da. Yvonne Köhler, herzlichen Glückwunsch. Yvonne Köhler und so, last but not least. Katrin natürlich jetzt. Doch schon. Sind wir doch schon so weit bei Nummer 10. Dass ich das Mensch, das ging aber schnell. Ich könnte aber auch jedes Mal drüber lachen. Das stimmt nicht. Ich gebe es nicht zu, aber ich könnte. Das glaube ich dir schon eher. So. Nummer 10. Nummer 10. Wieder ein Mädel, Jenny Hoffmann. Herzlichen Glückwunsch. Also, da haben wir sie.
Alle sehr, sehr, sehr schön. Da sind auch noch ein paar Kugeln drin. Ja, das ist ja, es geht ja morgen bei uns dann auch weiter. Da werden dann die nächsten Gewinner dann gezogen. Wir drücken dann schon für morgen dann die nächsten Daumen sozusagen. Aber wir bleiben jetzt sozusagen hier natürlich erstmal bei uns. Denn ganz zu Anfang hatten wir ja ein paar Schuhe oder hat Kai ein paar Schuhe von Josef Seibel gezeigt. Und wir hatten es ja auch schon mal erzählt oder gestern auch in der Live-Schaltung halt gesehen. Er war natürlich gestern auch in Hamburg im Showroom bei Josef Seibel. Und hat einen kleinen Ausblick halt gegeben auf das, was im nächsten Jahr quasi auf uns zukommt in großen Größen für Damen und Herren. Aber Kai hat gestern noch einen Film dazu gemacht und den gucken wir uns jetzt zum Ende nochmal an. Auf geht's. So, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich bin hier, wie man unschwer erkennen kann, bei Josef Seibel in Hamburg im Showroom. Und ich habe mir die neue Frühjahr-Sommer-Kollektion 2021 angeguckt und ich muss sagen, ich bin schwerst begeistert. Das ist richtig klasse, was die Jungs und Mädels hier wieder zusammengestellt haben an dieser Stelle. Peter, auch vielen herzlichen Dank dafür, dass du das immer so toll vorbereitest und alles machst. Ganz klasse. So, was haben wir Tolles Neues? Also zum einen gibt es natürlich die Klassiker, die sowieso durchlaufen oder so etwas. Die zeige ich jetzt gar nicht, weil das kennt man ja alle schon, aber das sind trotzdem alle super altbewährte Schuhe, die einfach hervorragend funktionieren. Neu ist zum Beispiel dieser hier. Das ist so eine Art Bäckerschuh, das ist der Alistair. Alistair heißt er, ich muss mir die neuen Namen alle merken. Alistair 08 ist das, richtig klasse, gibt es in diesem tollen Bordeaux. Wer sich die Frage stellt, Bordeaux, wo ziehe ich das an? Ganz einfach. Graue Hose, schwarze Hose, sieht einfach nachher richtig schick aus. Und vor allem hier, Männers, da kann die Luft atmen drinne. Das heißt, die Füße fangen nicht an zu schwitzen und es sieht trotzdem gut aus. Den gibt es in Bordeaux, in Cognac und in Schwarz. Richtig klasse. So, für alle, die ein bisschen sportlicher unterwegs sein wollen, Licht scheint mir hier ins Gesicht, ne? Die also ein bisschen sportlicher unterwegs sein wollen, da hat sich der Herr Seibel auch was richtig Cooles einfallen lassen. Nämlich diese Schuhe, richtig tolle Komfortschuhe, auch mit Reißverschluss, super tolle Sache. Und Peter, ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, du musst mir bitte nochmal diese Doppel-R-Sohle raussuchen. Perfekt, super, die zeige ich nämlich gleich auch nochmal. Coole Sache. Ansonsten, den gab es halt auch in tollen verschiedenen Farben. Und, was ganz neu ist, habe ich selber auch angezogen. Richtig klasse, der Schuh. Das ist dieser hier. Nicht wundern, hat ein Loch, hat einen Sinn, ist eine tolle Sache, funktioniert hervorragend. Man hat einen unglaublich tollen Halt in diesen Schuhen drin. Ne? Die haben wir in mehreren Farben, halt in diesen Schwarz und Grau drin, aber halt auch im Blau. Und wenn man da so drauf guckt, da sind so perforierte Löcher drin. Nicht dran stören, sieht am Fuß richtig klasse aus. Also alle, die sagen, das sieht aber komisch aus, nicht lang schnacken, Schuh aus dem Regal nehmen, unten auf die Erde stellen, Füße reinstellen, sieht klasse aus. Vor allem ist das ein super tolles Gehgefühl. Also von daher kommt mir nicht mit der Ausrede, dass es perforiert, sieht klasse aus. So, dann haben wir auch noch richtig tolle, schicke neue Sandalen. Auch das hier ist richtig super. Das Material ist so soft, weich. Da macht es richtig Spaß, drinnen zu laufen. Es sieht an den Füßen auch richtig klasse aus. Halt aber auch dieser Bäckerschuh. Ne? Auch das hier, wenn man vorne die Zehen so nicht zeigen will, auch eine tolle Sache. Sieht auch noch mit den Socken ganz gut aus, funktioniert auch. Also auch da, ist eine richtig tolle Sache. So, kommen wir mal zu den Mädels. Jetzt muss ich mal eben hier zu den Mädels weiter. Mädels, es wird der Oberhammer. Es gibt Ballerinen. Ballerinen in allen Farben und Formen sozusagen. In Schwarz, in Blau, in Grün, in Gelb, in Cognac, in ach, was weiß ich was alles. Rot natürlich nicht zu vergessen. Und natürlich auch diese super Ballerina hier mit Schleife vorne drauf. Super bequem alle. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Passt. Da ist der Herr Seibel wieder richtig am Puls der Zeit. Natürlich gibt es auch Altbekanntes sozusagen. So etwas hier zum Beispiel, die gab es in verschiedenen anderen Farben, natürlich in Rot, in Schwarz, in Blau, in Unifarben, aber halt auch in diesem bunten Muster. Die Rosalie, super toller Schuh, bei uns seit Jahren heiß begehrt und jedes Jahr wieder ausverkauft. Also von daher, an diesem Schuh muss einfach etwas dran sein. Ganz toll ist übrigens auch dieser hier. Richtig tolle Römer-Sandale. Gibt es auch in drei Farben, in Schwarz, in Blau und in diesem unglaublichen Braun. Peter, ich habe es aus dem Kopf gesagt. Ne? Funktioniert. Ne? Habe vorhin aufgepasst beim Schreiben. Also von daher, da bin ich auch super von überzeugt. Der Fuß, der macht da auch eine richtig tolle Form drin. Also das ist schon super. Also von daher, wir können uns jetzt alle schon wieder freuen auf die Frühjahr-Sommer-Kollektion 2021 von Josef Seibel. Absoluter Hammer, verspreche ich. Aber der Oberklopfer. Der Oberklopfer ist ja dieses hier. Da haben sich die Damen und Herren was richtig Tolles einfallen lassen. Man kennt ja bei Josef Seibel das Wechselfußbett. Und das hat man jetzt einfach noch ein bisschen verbessert. Das heißt, jetzt muss ich es ablesen. Double Air Reaction heißt das. So, das heißt, da ist doppelt so viel Material und Volumen drin. Diese Latexsohle, die hält
hält jahrelang. Also die kriegt man auch nicht plattgetreten. Das funktioniert. Und Männer, wenn ihr auch ein paar Kilo mehr bringt, wenn ihr 120 Kilo wiegt, 130, 140, die Sohle wird halten, hat man mir versprochen. Und von daher, was man mir hier bei Josef Seibel verspricht, das wird auch eingehalten, das funktioniert. Das Tolle ist, man kann aus den vorhandenen Sohlen, wenn man das jetzt, also wenn man die austauscht sozusagen, diese hier, die normale Sohle, die drinnen ist, ist ein bisschen flacher, dann kann man den Schuh auch etwas auffüllen. Das heißt, normalerweise wird dann halt aus einer K-Weite, wenn der Schuh ein bisschen weiter ist und man legt dieses hier rein, dann wird es eine G-Weite. Das heißt, es wird also alles ein bisschen enger im Schuh. Für all diejenigen, die halt nicht so einen großen oder kräftigen Fuß halt mitbringen, kann man die tollen Schuhe von Josef Seibel damit noch aufpeppen und kann dann natürlich auch dieses unglaublich tolle G-Komfort-Erlebnis von Josef Seibel tatsächlich auch erleben. Also das ist eine super tolle Sache. Von daher bin ich echt schwerst begeistert von dieser tollen Innovation, die Sohle einfach mal ein bisschen aufzupeppen. So, das soll es von mir an dieser Stelle erst einmal gewesen sein. Bis dann. So, und von Hamburg wieder hier, Kai. Ganz genau, so zügig geht das, ne? Zack. Schöne Kollektion, ja, muss man wirklich sagen. Definitiv, also richtig cool, was die sich haben einfallen lassen. Und wie gesagt, die Sohle, da drin bin ich echt schwerst von begeistert, von dieser neuen Technologie. Macht Laune. Das sagen ja auch tatsächlich immer unsere Verkäuferinnen und Verkäufer in den Stores, dass gerade so dieses Thema Einlegesohlen, unglaublich, habe ich nie gedacht. Mhm. Also gerade so in den Rücksprachen erzählen und dass unser Team immer wieder, dass das gerade bei den Kunden auch immer wieder ein super wichtiges Thema ist, dass definitiv man halt speziell Einlegesohlen reinknallen kann. Richtig, und gut, bei Seibel ist man da bestens eingeknallt. Also kann man am besten, also eingegrüft. In dem Sinne, ja, das war's dann auch für heute mit unserer Sendung und hast du noch was zu sagen zum Ende? Ich habe irgendwie einen Gedankenpups gerade. Ich habe das gemerkt. Habe ich gemerkt. Also wir schwitzen jetzt an anderer Stelle sozusagen weiter. Wir verlassen unser Studio und gehen jetzt sozusagen, anderen Dingen des Tages sozusagen nach dem üblichen Tagesgeschäft. So wie alle anderen auch. In dem Sinne allen einen wunderschönen Mittwoch. Ja, und wir sagen natürlich bis morgen dann live um 10 Uhr hier bei Schuhplus.tv. Bis dann. Tschüss.